Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. So, heutiger Daily Run. Mit Apollyon, denke ich mal. Sieht so aus. Und wir müssen bis Mom's Heart. Sollte ja machbar sein. Wo hätten wir? Komm schon. Nehmen wir mit. Wieso habe ich hier nur zwei Herzen mit dem? So. Alles nur Bullshit hier drin. Yep. Mein Gott, ja, triff ihn doch endlich. Okay, was haben wir denn noch hier so? Haben wir noch irgendwas Nützliches, irgendwas Sinnvolles? Und ich hoffe, dass der heutige Daily One besser läuft als gestern. Aber gestern war ich auch nicht... Da war ich schlecht. Shit. Okay, erste Ebene. War ein bisschen scheiße. Sind wir ehrlich. Hat mir nicht wirklich viel gebracht. Und Monstro. Ach komm schon, spring noch nicht die ganze Zeit hin und her. Okay. Und wir kriegen den Wooden Spoon, den ich nicht will. Okay, Tears up und Damage up. Perfekt. Komm, stirb. Full health, okay. Sacrifice Room, interessant. Sollen wir es wagen? Wir schauen erstmal, ob wir genug Herzen auf der Ebene kriegen. Dann kann man sich das überlegen. Hier haben wir schon mal ein bisschen was an Herzen. Ich habe keinen Schlüssel.
Ich habe keinen Schlüssel. Was soll ich mit dem ganzen Geld? Könnte ich einen Schlüssel kriegen? Ist ja wie beim letzten Daily Run. Wo man einfach keinen verdammten Schlüssel bekommt. Dankeschön. So. Nice. Aber was bringen mir die 25 Cent? Okay, da will ich nicht rein. Wir gehen mal in den Shop. Wir schauen mal in den Shop. Okay, das ist gut eigentlich. Aquarius. Damage up, perfekt. Lovers Fragezeichen. Bin ich mir nicht sicher, was der macht. Boah, was war Lovers Fragezeichen nochmal? Ich weiß es nicht. Ich finde es aber auch nicht. The Fool, the Magician, Emperor, da. Komm schon. Wow. Dafür habe ich jetzt ein Herz aufgegeben. Bullshit. Dafür habe ich jetzt ein Herz aufgegeben. Das ist doch scheiße. Nee. Wir können mal gucken. Ist jetzt ein bisschen Rumlauferei, aber wir können mal schauen, ob wir nicht trotzdem noch was aus dem Sacrifice Room rauskriegen. So, wo hab ich
In die Richtung habe ich noch Herzen. Ich meine, eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Wir haben schon 5,5 Damage und so. Ist eigentlich alles cool. Das mit dem Sack of Sex, das enttäuscht mich ein bisschen. Hätte ich eigentlich gehofft, dass da was Besseres bei rumkommt. Aber gut. Sollte nicht sein. Wäre halt auch schön, wenn wir einfach die Soul Hearts gleich kriegen. Dass wir wenigstens ein paar Herzen haben. Kann man diese Broken Hearts eigentlich irgendwie wegkriegen, dass die wieder normal werden? Du bleibst da, ne? Gut. Die Frage ist, will ich die Bomben haben? Jetzt gerade will ich die Bomben nämlich nicht haben. Jetzt gerade will ich eher das machen. So, jetzt holen wir uns nochmal ein Herz. Dann spawnt der Engel. Dann können wir den Engel töten. Kriegen eventuell da den Keypiece. Und können dann den Keypiece mit einsaugen. Und kriegen vielleicht ein schönes Damage ab. Schauen wir mal. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Rain. Wow. Wow. Super. So, und entweder kommen jetzt gleich die Münzen oder die Soul Hearts. Und danach können wir endlich weitergehen. Yes. Okay, nice. Nice. Das ist gut. Gehen wir auch einfach mal eben hier rein. Wir haben genug Herzen. Und hier ist nichts. Cool. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich hätte im Secret Room dieses Item mitnehmen sollen, wodurch immer zwei Bosse spawnen. Ich glaube, das wäre gut gewesen. Weg von mir. Nice. Ich habe keine Bombe. Trotzdem gehen wir mal hier rein.
Okay. Bringt mir jetzt gerade nichts. Judgment Fragezeichen. Was war Judgment Fragezeichen? Und diese ganzen Fragezeichenkarten, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ja. Creates a Restock Machine. Okay, das ist eigentlich mega stark. Das ist wirklich mega stark. Eine Restock Maschine. Wollen wir doch haben. So. Schauen wir mal eben schnell im Goldraum vorbei. Ich bräuchte noch irgendwie ein paar Münzen. Okay, das ist mir egal. Nehmen wir mit. Ganz in Ordnung. Hätte ich eigentlich auch einsaugen können. Jetzt mach nicht den. Ich spiele jetzt, sei nicht so. Boah, jetzt muss ich Münzen suchen. Komm schon, Münzen. Fuck. Das kann nicht sein. Komm, keine Münzen. Hab's vergessen. Oh mein Gott. Ey, was ein Bullshit. Dann ist da so ein Item und ich komme da nicht dran.
Bringt mir das was, dass ich fliegen kann? Bringt mir nichts. Dreckiger. Fuck. Oh, das wäre zu gut gewesen. Ja gut, kann ich nichts dran ändern. Dann müssen wir einfach weitergehen. Dann müssen wir einfach mal weiter. Ärgert mich trotzdem ein bisschen. Außerdem bin ich wieder fast tot. Alter. Hört auf. Ich habe einfach keine Herzen mehr. Ich auf der letzten Ebene dann wie so ein Bekloppter da rumgerannt bin. Cool, jetzt ist alles verloren. Bullshit. So. Geht weg. Mag euch nicht. So, Goldraum. Okay. Was soll ich damit? Deck of Cards bringt mir nichts. Bringt mir alles irgendwie nichts. Fuck you. Du Scheiße. Zum Glück habe ich ein paar Bomben. Meine Fresse, läuft das irgendwie sehr, sehr zäh heute.
Na komm, hier auf der Ebene haben wir doch sicherlich irgendwelche geilen Sachen. Irgendwas richtig Gutes, komm schon. Ja. Nee. Nein. Brauche ich auch nicht. Aber warum kriege ich immer nur Range dazu? Brauche keine Range mehr. Nice. Auch wenn ich wieder viele Herzen verloren habe. Aber ich habe noch Hoffnung. Es kann noch alles sehr gut werden. Hier. Hier. Secret Room. Komm schon, Secret Room. Speed up. Health up. Okay, nice. Das war doch gar nicht so schlecht. Ich habe keine Bomben mehr. Ich werde sterben. Raum clearen und dann ist alles gut. Und ich kriege einen Angel Deal. Komm, gib mir irgendwas Gutes. Fuck. You. Ey, ehrlich, fickt euch. Es kann doch nicht wahr sein. Da war Godhead. Aber nein, den bekommst du natürlich nicht. Ach, Mann.
Oh, so ein Damage-Up wäre jetzt richtig gut gewesen. Jetzt hänge ich hier immer noch mit meinen komischen 5,5 Damage rum. Das ist eine Qual. Das ist echt eine Qual. Komm schon, ey. Ich mach einfach gar keinen Damage hier auf der Ebene. Alles klar. Natürlich. Und hier oben sind noch mehr von denen und der ganze Raum ist einfach voll. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich den Boss gleich besiegen soll. Und bumm. Ich bin tot. Boah, nee. Scheiße. Den Goldraum aber auch noch nicht gefunden. Der könnte mir noch mal ein bisschen helfen. Und ich habe den Shop noch nicht. Also ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass vielleicht doch noch irgendwas Nützliches bekomme. Ach du Scheiße, ich sterb einfach die ganze Zeit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Warum muss ich denn in so einen Raum laufen? Wow. Wow.
Fuck. Ja, schön Tiers abbekommen, bringt mir aber nichts. Ich hätte mich gefreut, wenn ich mal ein Damage abbekommen hätte. Super. Ach du Scheiße. Das ist nicht euer Ernst. Dieses dumme Trinket. So, gib mir das und Besuch Nummer 2. Ey, ernsthaft? Was ein Bullshit. Okay. Weißt du was? Scheiß drauf, wir gehen einfach hier rein. Wir haben 9 Lives. Wir probieren einfach. Ich habe vergessen, dass da die Flammen kommen. So, rein da. Okay, Mom sollten wir eigentlich noch easy hinbekommen. Aber danach wird's schwierig. Boah, was will ich denn damit? Ey, super, ja. So einen dummen Run hatte ich schon lange nicht mehr. Wo kann ich hin? Throw. Dann gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal nicht da lang.
Scheiße. Ach man, nein, ich will nicht sterben. Hör doch auf, Spiel, sei nicht so... Fuck. So. Hast du noch euch? Es bringt mir nichts. Probieren wir es mal. Vielleicht überleben wir ja. Ich glaube zwar irgendwie nicht, aber mal schauen. Gott, wenn wenigstens eine Hälfte von denen schon mal weg wäre. Super. Wirklich super. Okay, wir sind auf der letzten Ebene. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Vielleicht können wir es ja noch irgendwie hinbiegen. Okay, vielleicht auch nicht. Da gehe ich nicht nochmal rein. Okay, ich bin tot. Ernsthaft? Kommt einfach so ein dummer Raum. Oh mein fucking Gott. Okay, nice. Schwierig. Okay, 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 okay. Wo müssen wir überhaupt lang? Hier müssen wir lang. Okay, was haben wir hier? Fuck. Ich habe gedacht, vielleicht komme ich noch rechtzeitig raus. Ich habe gedacht, ich kann das Spiel austricksen. Alles klar, ich bin tot. Okay. Ja, interessant.
Interessant. Tja, das war wohl nix. Na gut, das war es auf jeden Fall für heute. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sage ich mal, bye bye.